Hoi, ich bin der Matthias aus Eppan in Südtirol. Ich bin der Felix aus Hausham vom Schliersee. Wir haben zusammen an der Filmhochschule München studiert. Ich Regie. Und ich Produktion. Und 2007 haben wir unseren ersten gemeinsamen Kurzfilm gemacht als Studenten. Und jetzt, 8 Jahre später, dürfen wir unseren ersten Kinofilm drehen. König Laurin, einen Abenteuerfilm für die ganze Familie. Ich bin in Eppan aufgewachsen, dem Dorf mit der höchsten Burgendichte Europas. Schon als Kind haben mich die Südtiroler Sagen und Legenden sehr fasziniert und mystische Orte wie zum Beispiel der Teufelssessel, die Eislöcher oder Schloss Beaumont. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Kind mit meinen Grundschulfreunden stundenlang nach dem goldenen Kegelspiel von Hocheppern gesucht habe und bin übrigens immer noch der Meinung, dass es irgendwo zu finden sein muss. Die mit Abstand berühmteste dieser Sagen ist die Sage von König Laurin und seinem Garten in den Bergen. Davon inspiriert erzählen wir die Geschichte vom Königssohn Theo, der leider etwas zu kurz geraten ist, aber gerne in die großen Fußstapfen seines Vaters König Dietrich passen möchte. Er versucht, ihm nachzueifern, bis er auf seinen Mentor trifft, den Zwergenkönig Laurin. Theo wird im Laufe der Geschichte erkennen, dass er seinen eigenen Weg gehen muss und sich nicht den Zwängen der Gesellschaft beugen darf. Ein Thema aktueller denn je. Wir sind inzwischen mit dem Projekt auch schon ziemlich weit. Wir haben einiges auf die Beine stellen können für ein Studentenprojekt und haben mehrere Filmförderungen an Bord, Fernsehsender, einen Kinoverleih, der den Film ins Kino bringen wird in Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch in Südtirol. Wir haben sogar einen Weltvertrieb, der ihn international verkaufen wird. Leider ist es trotz all dieser Partner finanziell noch etwas eng. 35 Drehtage kosten einfach ziemlich viel. Und obwohl wir, das gesamte Team und die Darsteller, auf den größten Teil ihrer Gage verzichten, ist es so, dass uns immer noch der letzte größte Schritt fehlt, um diesen Film möglich zu machen. Und um diese Finanzierungslücke zu schließen, geben wir euch nun die Möglichkeit, Teil von König Laurin zu sein und Investoren an dem Film zu werden. Schon mit einem kleinen Beitrag seid ihr an den Gewinnen des Films beteiligt und kriegt im Idealfall sogar mehr zurück, als ihr investiert. Natürlich ist Film immer ein Risiko, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber Familienfilme sind überproportional häufig erfolgreich. Mehrere hunderttausend Zuschauer sind da keine Seltenheit, sind fast schon die Regel. Und bei uns wird es wahrscheinlich sogar schon bei 100.000 Kinozuschauern losgehen, dass Investoren erste Gelder zurückbekommen. Und alle Investoren kriegen ihr Geld natürlich vorab zurück, bevor irgendjemand Geld verdient an diesem Film. Geld fürs Grundgerüst, also Team, Catering, Versicherungen, Fahrzeuge haben wir bereits. Das heißt, euer Geld landet direkt auf der Kinoleinwand. Zum Beispiel im Szenenbild, um Schlösser und Burgen auszustatten, im Kostümbild, um Schwerter und Rüstungen zu leihen oder in der Technik, um ein möglichst hochwertiges Ergebnis auf die Kinoleinwand zu bringen. Gedreht wird ab Anfang Mai in Südtirol, der Heimat von König Laurin. Danach geht es dann für ein halbes Jahr in den Schnittraum, zum Sounddesign, zur digitalen Nachbearbeitung und am Ende des Jahres können wir dann unsere Premiere feiern. Danach kommt dann die Auswertung, die Phase, in der ihr euer Geld zurückbekommt. Da geht's los mit Festivals, dann kommt die Kinoauswertung, danach wird der Film auch international verkauft und natürlich auf DVD und auf digitalen Plattformen. Und umso mehr DVDs und Tickets wir verkaufen, umso höher ist die Rückzahlung an euch. Das Abenteuer König Laurin beginnt. Unterstützt uns jetzt, jede noch so kleine Summe hilft uns. Eine größere natürlich umso mehr. Wir freuen uns auf eure Unterstützungen und vor allen Dingen auf die gemeinsame Zeit mit euch.